Hallo meine Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder damit dabei seid. Wir werden heute mal was Neues ausprobieren. Und zwar ist das ein Tipp aus der Community. Grüße gehen hier raus an Puffex oder Puffex oder wie du auch gerne ausgesprochen werden willst, musst du mir mal sagen, Puffax. Der hat mir das Spiel empfohlen, hat gesagt, guck da mal rein, ist bestimmt extrem cool. Ja. Was ich somit auch machen werde, habe mir dieses Spiel direkt mal besorgt, starte es auch gerade zum ersten Mal, also ihr seid quasi live mit dabei, wie ich mich hier noch die Finger verbrenne. Ich spiele natürlich im Standard, ganz ohne irgendwas. Ja, ne? Wir schauen uns das jetzt einfach mal an, was das Spiel so kann, wie das überhaupt losgeht. Der Moon ist under construction. Multiverse. Was haben wir denn hier eigentlich alles? Y. Okay, das können wir anklicken. Das ist nicht. Tool. Das ist in progress. Old Sandbox. Outdated version of Sandbox. Empty landscape to testing machines. Aha, okay. Under construction. Multiverse, das sind wir wieder. Auch under construction. The Moon is under construction. Okay, wie es aussieht. Fangen wir hier mit Y an. Okay. Wie gesagt, ich bin komplett fresh. Fresh, frisch und neu. So, was haben wir denn hier? Oje, oje. Das sieht kompliziert aus. Ah, okay. Hier kann man ranzoomen. So drehe ich mich. Alles klar. Aha. Hier kann ich rein und raus. Einmal hin, einmal her. Okay. So, was haben wir denn hier? First build some wooden blocks. Aha, okay. Jetzt soll ich... Das ist also der Ausgangspunkt, wie das hier aussieht. Und von da aus sollen wir jetzt erstmal... denke mal... das Ding hier nachbauen, was wir hier sehen. So würde ich jetzt einfach mal agieren und mal schauen, was dabei rumkommt. Okay, schön mit Nägelchen rein. So. Ich glaube, ich mache das Spiel mal ein bisschen lauter im Hintergrund. So, ist glaube ich besser. Doch sehr leise ist. Wenn es da überhaupt Musik gibt, was ist das? Timescale, okay. Ah, hier. Mhm. Jo, jo, jo. Alles easy. Alles gut. So. Das Ding haben wir nachgebaut. Wie geht's weiter? Select some wheels. Aha, Control auf und ab, F to flip. Ah ja, okay. Hier kann ich nichts flippen. Höchstens ausflippen. So, das. Sind hier auch die... Kann ich denn hier auch die Drehrichtung ändern? Controls. We will hovering, okay. Sieht. Gut. Gut, im Nachhinein. Nachdem es aufgebaut ist, ich verstehe. Okay. Verstehe. Nachdem es aufgebaut ist, können wir die Drehrichtung der Räder noch verändern. So, dann haben wir das. Place your machine on the ground with dem Button hier. Langsam wird ein Schuh draus. Okay. Press play. Accelerate using. Okay, mit den Pfeiltasten. Ich denke mal, das sind die normalen Pfeiltasten. Ich mal ausprobieren. Kann ich den einmal beschleunigen? Gehen wir mal auf play. Suchen wir mal was. Das ist nur Sicht. Ah ja, okay. Die normalen Pfeiltasten sind. Lenken kann ich den einmal nicht.
Zack. Ah, ich verstehe. Okay. Gehen wir mal zum nächsten. Okay, das bleibt bestehen, das Teil. Gut. Jetzt da einfach drauf loszufahren, wäre wahrscheinlich zu einfach, ne? Das wird nicht funktionieren. Small wooden block, okay. Motor Wheel. Steering Control. Ah, hier kann ich eine Lenkung einbauen. Das ist ja geil. Ah, oh, hier habe ich ja noch ganz viele andere Sachen. Okay, okay, okay. Was haben wir denn hier? Habe ich auch Waffen? Panzerung? Fliegen? Ja, Waffen. Spikes. Flamethrower. Okay, gibt es denn hier eigentlich irgendeine Begrenzung? Kann ich denn die zünden? Y zu Ignition. Schick. Schick, schick, schick. Was haben wir noch? Balder, Flaming Ball. Ein Ball, ein flammender Ball. Dann brauche ich aber auch eine Abwurfvorrichtung für Crossbow. Aerodynamischer Propeller, kleiner Propeller. Verschiedene Räder. Okay, okay, okay. Kann ich denn Sachen auch wieder wegmachen? Kann ich denn Sachen löschen, die ich nicht mehr haben will? Ah, okay. Alles klar, alles klar, alles klar. Basics. Okay. Oh Mann, ich sehe schon. Das wird eine hochinteressante Geschichte werden hier. Lieber Puffex, da hast du nicht zu viel versprochen. Das scheint eine wahrliche Herausforderung des Intellekts zu sein. Okay. Ich wünschte mir, wir könnten das etwas leichter entfernen, die Sachen. Und die auch aus der Hand legen. Was haben wir denn hier? Team Mapper. Ah, okay, hier kann ich also alles genauestens einstellen. Die Geschwindigkeit, Erase Blocks, Press X, okay. Symmetrie Tool. Da kann ich die Symmetrie verändern. X, Y und Z Achse. Mhm. Maschine to Ground. Kann ich die auch wieder hochheben? Lass mal weg. Nee. Strike to Rotate Machine. Wie kann ich jetzt im Raum dann wieder auf den Boden setzen. Alles klar, okay. Ja, du wirst hier ziemlich reingeschmissen, muss ich sagen. Wirklich viel erklärt. Wird hier nicht. Ja, dann versuchen wir es mal. Also, wir sollen das Ding hier kaputt machen. Wenn ich jetzt auf Play drücke, gehe ich nicht davon aus, dass ich da einfach drüber rollen kann, ne? Doch. Gut. So. Was ist denn? Aha, guck mal, hier haust du just the camera, ja, das ist klar. Mittelmaus klar, klar. So. Da wir jetzt hier durch müssen, müssen wir lenken. Das heißt, wir müssen uns eine Lenkung anbauen. So, dann eine Lenkung, habe ich gesehen. Die können wir hier machen. Dann müssen wir jetzt erstmal die Vorderräder wegmachen. Einmal und zweimal. Dann müssen wir hier eine Lenkung anbauen. Moment, einmal hier hin, einmal so und einmal rum. Eine Lenkung. So, die lenkt in die Achse. F für Flip. Lenkt so rum und lenkt so rum. Da muss ich jetzt gleich mal gucken, wie das jetzt hier gemeint ist. Huch, die Steuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig hier in die 1000 Achsen. So, dann machen wir hier einfach mal ein Rad dran und machen hier ein Rad. Oh, ja, komm. Snack das Ding hier an. So. Das ist gut, ja. Das kann ich jetzt so lenken und so lenken. Ja, das müsste eigentlich reichen zum Lenken, ne? Ich mal ausprobieren. Ah.
Sehr gut. Ja gut. Wie geht? Lass mich raten. Oh, ich brenne. Oh. Aha, wir haben es geschafft. Alles klar, ich verstehe, okay. Langsam wird ein Schuh draus. Aha, jetzt fängt es an, hier interessant zu werden. Jetzt hier nicht nur der Scholz-Finger durch. Was haben wir hier? Lass mal gucken. Bogenschützen. Okay, also das heißt, wir müssen uns schützen. Schützen vor den Schützen. Und wir müssen hier durch die Wand durch. Das heißt, hier haben wir eine Mine. Die können wir benutzen. Und zwar versuchen wir es jetzt mal auf die ganz simple Tour. Vielleicht sind wir ja schneller wie die. Einmal den Crossbow. Den setzen wir hier mal an. Wie funktionierst du? C to fire, alles klar. Einmal runter, einmal play. Ah, okay. Fangen direkt an zu schießen, aber ich kann doch zielen. Okay, hier sind die fliegenden Brocken. Die Frage ist, erlaubt mir das Spiel außenrum... Oh, jetzt brenne ich. Ah, okay, das Feuer greift um sich. Meine Holzkonstruktion wird angegriffen. Ja, das finde ich ja blöd. Also nein, das finde ich nicht blöd, das finde ich klasse, aber ich finde blöd, dass wir hier nur kaputt lang eiern. Das will ich nicht. Da sollen wir doch schon sauber durchkommen. Ne? Okay, und zwar... Alles klar. So, also. So, Leute. Ich verstehe langsam. Langsam blicke ich hier durch. Das heißt, durchblicken heißt, wir können doch nicht einfach so uns hier... Ah, okay, das ist so ein Ding zum Ziehen. Also um ein... Hier. Da kann ich so eine Schnur drum wickeln oder so. Deswegen machen wir das jetzt so. Und verstärken mal unser Gefährt ein wenig. Hier hinten jetzt erstmal nicht. Da gehen wir dann hier hin. So. Weil wir wollen uns da ja beweglich halten, ne? Dann haben wir hier kleine Blocks. Von vorne betrachtet. Was können wir denn hier noch machen? Was ist denn eine Hinge? Okay, das sagt mir nichts. Da muss ich mal nachgucken, was das heißt. Sagt mir gar nichts. Da muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen, wie das funktioniert. Grip Pad. Friction. Okay. Alles klar. Okay. Das muss ich mir auf jeden Fall anschauen. Between two points. Ah, okay. Das sind Verstrebungen. Spezielle Verstrebungen, ne? Ah, ich verstehe. Um die Sache hier etwas stabiler zu halten, ne? Gut. So. Dann. Okay, hier muss man wirklich so das ansnappen. Könnte etwas besser funktionieren. Ich finde es aber auch spannend, dass man hier keinerlei Voraussetzungen für maximale Baumengen oder sonst irgendwas hat, sondern dass man hier einfach ja, drauf los machen kann. Suspension, da kann man... Pisten ist ein... Ich weiß, was ein Pisten ist, mir fällt jetzt bloß der Name nicht ein, auf Deutsch. Simple Rope plus Winch, aha. Ja, mir fällt der deutsche Name für Pisten nicht ein. Ihr könnt ja mal sehen, wie wir schon verdänglicht sind.
So. Ah, falsche Richtung. So. Pam. So. Wir wollen ja nicht brennen. Okay. Das ist aber alles äußerst, äußerst fragil. Zack, einmal durchgefahren. Wow, was haben wir denn hier? Kill 90% of everybody. Okay. Dann schauen wir erstmal, wie man es so gerne macht, mal wie weit wir so kämen. Bis wir bis wir keine Kraft mehr haben. Bis wir quasi stecken bleiben. Das kann ich jetzt schon tun. Oh je, ne, ich kann mich nicht mehr bewegen. Nicht mehr bewegen. Gut. Wir brauchen Waffen. Und zwar brauchen wir Flammenwerfer. Flammenwerfer sind immer gut. So. Mann. Welch martialisches Gefährt. Das weg. Das weg und das weg. Und dafür das hier hin. Welch martialisches Gefährt, meine Lieben. Oh Mann, oh Mann. So, einmal hier rum. Und, ab dafür. Alles brennt. Okay. Das ist scheiße, ne? Okay. Wir haben ja fast alle erwischt, ne? Okay, 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 okay. Zurück ans Reißbrett. Das war von der Idee her... Naja, schon beschissen. Ich geb's jetzt. Wir brauchen Eier. So. Wir brauchen vor allen Dingen... Mein richtiges Gefährt. So, jetzt machen wir hier mal Nägel mit Köpfen. Das geht doch so nicht. So, erstmal hoch das Bein, ne? Hoch das Bein, die Liebe hinkt. Jetzt wollen wir uns mal ein wenig damit beschäftigen, was wir hier so Schönes machen können. Dann brauchen wir jetzt erstmal... So, einmal weg damit. Brauch ein Grundgerüst. So, dieses Grundgerüst ist schon mal nicht schlecht. Das hier ist nur eine Feder, wie ich sehe, oder? Ein Gelenk? Ich bin mir momentan nicht sicher, was das sein soll. Die Kuppler. Wieder was anderes. Muss ich jetzt trotzdem mal leider drauf drücken. Ich weiß, was das Ding macht. Ah, alles klar. Okay, das schießt. Das Ding schießt sein Vorderteil ab. Okay. Wenn ich hier ein Rad dran mache, was passiert denn dann? A powered large wheel. Motor wheel. Hier muss eine Lenkung dran. Ich muss jetzt nur mal was ausprobieren. Hm? Alles klar, okay, ich verstehe. Ich verstehe. So, dann ist das jetzt nicht das Richtige. Huch, das war das Falsche. Das wollte ich weghaben.
Kann ich das denn irgendwie markieren? Geht nicht. Markieren kann man hier nicht. So, was haben wir? Track, Spring, okay, between two points. Kann sich zusammenziehen. Das ist nur eine Suspension. Crabber. Das greift sich irgendwas in das Suspension. Wie ist die denn aufgebaut? Boah, ist die groß. Ist ja riesig. Kann man das nicht kleiner machen? Boah, das sind feste Bauteile, denke ich, ne? Ja, die ist ja viel zu groß. Also für das, was ich vorhabe, jetzt zu groß. Muss ich ja damit mal auseinandersetzen, was das dann später im Einzelnen bedeutet. Aber für das, was ich jetzt hier kurz vorhabe, ist es zu groß. So. Obwohl, wir könnten ja eigentlich mal übertreiben, ne? So. Wir könnten ja eigentlich mal übertreiben. Das heißt, wir machen das so. Nehmen die Suspension. Tackern die hier unten dran. Wenn man uns lässt. So, und einmal hier dran. Dann kommt an die Suspension hier vorne noch die Lenkung. Und an die Lenkung. Ne, nicht an die Lenkung, sondern vorne kommen normale Räder dran. Ja. Vorne kommen normale Räder dran. Und hinten kommt der Holzblock dran, dass wir in derselben, im selben Abstand sind wie die vorderen und machen ein Motorwheel. So. Dann schauen wir mal, ob unser Gefährt, ja, unser Gefährt steht und fährt. Lässt sich lenken. Ja, lässt sich bewegen. Okay. Lässt sich lenken und lässt sich bewegen. Das ist schon mal sehr gut. So. Dann. Lässt sich lenken und bewegen. Dann. Längeren Blocks. So. Und mach das jetzt gerade mal auf einer Seite, da ich nicht weiß. Ne, da kommen wir nicht hin. Fehlt uns ein bisschen die Skalierung. So. Mach das jetzt extra nur auf einer Seite, weil ich jetzt nicht weiß, ob wir das mit dem Nahe kommen. Ich muss es machen, sonst gerät der Wagen wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich aus dem Gleichgewicht. Ah, okay, das sind verschiedene. Die kommen nicht auf dieselbe Größe raus. Alles klar, alles klar. Dann muss ich den Block hier mit reinnehmen. Ja, den Block mit reinnehmen und den Block mit reinnehmen. Und dann noch einen dran setzen. Und zwei nach unten. Huch, wo habe ich den jetzt hingesetzt? Hm, niemand weiß nichts Genaues. Ah, hier. War das nicht schlimm? Da muss ja später eh was hin. So, nur was mich jetzt interessiert ist, federn. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich so weit einfedern. Allein schon durch das schiere Gewicht des Fahrzeugs, dass wir uns nicht mehr bewegen können. So
wäre die Logik. Aber die Logik im Spiel ist eine andere. Okay, unser Gefährt neigt sich nach innen. Alles klar. So. Das heißt... Das wollte ich doch gar nicht. X drücken. X drücken. Habe ich das Rad abgebaut. Das reicht nämlich dann so. Habe ich das Rad abgebaut. Kommt aber wieder hier drauf. So. Jetzt hat... müssen wir dem Ganzen natürlich noch eine gewisse Stabilität verleihen. Weil der Eimer nämlich sonst uns auseinanderbricht. Würde aber der Konstruktion sowieso, ne? Also aus der Reihen... rein mechanischen Sicht gesehen, ist das keine Konstruktion, die halten würde. Ne? Allein schon, wie gesagt, durch das schiere Gewicht, aber da wir hier kein Fahrerhaus und nichts brauchen, müsste das eigentlich so funktionieren. Das da oben weg. Jetzt. Da eine Verstrebung rein. Nach hinten. Eine Verstrebung. Ich denke, ihr seht, worauf ich hier hinaus will, ne? Mann. Oh. So. Ihr seht, worauf ich hinaus will. Das kommt dahin und dahin. Mann, oh Mann, oh Mann, hä? Das ist ein Gefährt. So. So. Gut. Massiv gebaut. Jetzt. Oh. Warum sie heulen? Schützen wir einmal. So. Schützen wir einmal die Seiten. Oh. So. Gut. Weil hier oben kommt jetzt die Bewaffnung drauf. Metallspikes. Die machen wir jetzt mal. Nee, wirklich haben. Hier drauf. Dann haben wir nach vorne. Eine Schrapnell. Only one shot. Aha, okay. 10 Sekunden Flamethrower. Baku. Cannon Small Torch. Okay, Explosive Rocket. T2 Lounge. Flaming Ball. Metal Plate. Aha, okay, okay, okay. Da könnten wir eventuell auf die Sicherung verzichten und könnten hier lieber Metall anbringen. Und nein, ich habe, mein Lieblingsfilm ist nicht Mad Max. Oh Mann. Okay. Das geht so nicht. Nicht freihängt. Hier oben bringt das nichts. Was ist das? Eine drehende Säge. Wie pervers. So. Dann. Sichern wir mal. Kann ich die Dinger drehen? Voll. R2 Rotate. So.
So, ich verzichte hier mal absichtlich auf Feuer jetzt, weil ich glaube, das werden wir ein bisschen weiter ausbauen müssen. Und dafür fehlt mir jetzt die, nicht nach oben. Fehlt mir jetzt die Zeit und ich möchte nämlich gerne in der Folge jetzt noch dieses eine Level fertig kriegen. Um mich dann vielleicht noch ein bisschen intensiver vorher. Wie gesagt, das ist auch meine erste Runde, ne? Vergesst das bitte nicht. So. Was für ein martialisches Monster. C war das. Und Blade. Lasst euch nicht aufhalten. Ah, die Messer drehen sich. Das ist natürlich pervers. Okay, wir brauchen mehr Antriebskraft. Hier. Unsere Antriebskraft fehlt uns. Dann müssen wir gucken, dass nichts unter uns gerät. So. Was an dieser Überraschungseffekt fehlt ein bisschen. Ich hänge hier irgendwie fest. Wir brauchen mehr. Up! Ein Tab. Das ist das, was ich gemeint habe. Und da fällt er auseinander. Schade. Mülltonne. Kacke. So, okay, ich verstehe, dass wir so nichts mehr verstehen. Wir brauchen einen kompakten, schnellen, mit Messern gespicktes Fahrzeug. Das stabil in sich ist, nicht so leicht auseinanderfällt. So. Klein und kompakt. Natürlich lenkbar. Aber mit vier angetriebenen Rädern. Nicht die Kuppler. Quatsch. Zack und zack und mit vier angetriebenen Rädern. So. Okay. Ich will gerade noch was ausprobieren. Das ist eine andere Art der. Aha, okay. Die lenkt immer weiter. Okay, okay. Oh Mann, hey, das Spiel hat es aber ganz schön in sich. Auf den ersten Blick ist es natürlich Pillepalle, du überfährst diese Idioten einfach. Aber in zweiter Instanz ist das. Nee, das nicht. Ist das ganz schön haarig. Da eine stabile Konstruktion hinzubekommen, ist ja schon eine echte Herausforderung. So. Gut. Das ist jetzt schon mal ein klein wenig stabiler. Dann könnten wir nämlich. Rede kann ich nur so rumdrehen. Flippen kann ich die auch nicht. Okay. Ich dachte vielleicht, dass man sie von oben nach unten setzen kann, aber. Du kannst hier die einzelnen Stockwerke miteinander verbinden. Aber nicht allzu viel, weil sonst kriege ich nicht mehr die Sachen dran, die ich dran haben wollte. So, ich wollte nämlich dran haben. Okay, die kann ich nach außen setzen, wenn ich die hier hinsetze, zwischen die Räder.
Huch. Wenn ich die hier zwischen die Räder setze. Und zwar. Ich muss schon ein bisschen raus. Sonst funktioniert das nicht. So. Waffen, Waffen, Waffen. So, quasi als schneller Angriffspanzer. Ja, das Ding fährt. Fährt, sei mal dahingestellt, ne? Weil die unteren drehen sich nämlich. Deswegen glaube ich nicht unbedingt. Und da hat er noch Bodenkontakt. Wir versuchen es einfach mal. Eine ganz beschissene Kameraführung. Zurück. Zurück. Irgendwo. Hängen schon wieder auf einem Berg Leichen fest. Okay. Hängen auf einem Berg Leichen fest. Wir hätten es fast geschafft. Mann, wir müssen hier ein bisschen gucken. Die Steuerung ist invertiert. Steuerung ist invertiert. Das ist schon links lenken, dann nach rechts, ne? Schon. Und wieder hängen wir auf. Fleisch in Teilen. Mein Gott, ist das schwer. Mein Gott, ist das schwer. Das gibt eine extra lange Folge heute, weil ich diese Scheiße nicht hinbekomme hier. Kann da nicht so doof sein. Das gibt es doch überhaupt nicht. Ich kann die aber auch nicht dazwischen setzen, ne? Ich hätte mich jetzt gedacht, dass wir die nämlich jetzt... Schade aber auch. Schade, schade, schade Schokolade. Weil das war ja äußerst, äußerst effektiv. Wobei die Metallspikes... Oder doch Feuer. So. Play. Feuer. Ich F. Das war. Raus hier, komm, fahr! Das gibt's nicht, das Ding. Geht. Geht in die Binsen. Steuerung hat es in sich. So. Einzelne Leute überfahren. Oh nein, wie fies! Wie fies ist das denn? Das hätten wir fast geschafft. Nein! Kacke! Na,
viel hilft viel, ne? Habe ich mir sagen lassen. Irgendjemand mal gesagt. Jemand hat doch mal gesagt, willst du viel spielen mit Priegel, ne? So. Play. Einmal hier durch. El Rückwärtsgango. Einmal noch. Wenn es jetzt nicht klappt. Ja, ich brenne schon wieder. Mich greifen zu wenige an. Dass ich das jetzt schaffen könnte. Ich hab's geschafft. Leute. Mann, oh Mann, oh Mann. Das war aber nicht elegant. Ne? Da, hubala, das wollte ich nicht. Da müssen wir uns doch echt mal ein kleines bisschen tiefer mit beschäftigen. Ne? Also ich muss echt sagen, so als erstes Fazit ist das Spiel, ist auf jeden Fall witzig gemacht, fordert viel Kreativität. Ich muss mich da mal reinfuchsen, was man für Möglichkeiten hat, was die einzelnen Bauteile wirklich bewirken. Das werde ich natürlich tun. Und euch in der nächsten Folge eine gepimpte Folge zeigen, wo wir ein bisschen mehr auf den Putz hauen. Ich lerne jetzt mal die einzelnen Sachen kennen. Das war mal das erste angespielt, das erste reingeschaut. Wenn es der Allgemeinheit gefällt, sagt an, gebt Tipps, gebt mir Tipps und Tricks zu dem Spiel, was ihr wisst. Soweit bleibt mir nichts anderes zu sagen, wie euch einen wunderschönen Abend zu wünschen. Macht es gut. Und halte die Ohren steif. Ciao.